Herzlich willkommen, Freunde der guten Unterhaltung. Heute mal wieder zu einem Halo Reach Gameplay. Wir spielen heute ein bisschen Big Team Battle Slayer und das aus dem Title Update. Und ja, ich habe mir das Gameplay nicht ohne Grund ausgesucht, sondern ich wollte heute mal ein bisschen darüber reden, dass Halo ein Game ist, was mehrere Gesichter hat. Was meine ich damit? Das ist eigentlich ganz einfach. Halo ist ein Game, was nicht eintönig ist, was viel bietet, was nicht nur den geilen Multiplayer hat oder nur einen geilen Singleplayer oder was weiß ich. So wie andere Games zum Beispiel, wie Battlefield 3 für mich zum Beispiel. Battlefield 3 hat für mich einen coolen Multiplayer, Koop ist so, und Singleplayer ist für mich, also dem kann ich kaum was anfangen. Und Reach hat einfach, oder Halo generell, einfach einen geilen Singleplayer immer schon gehabt. Ich fand bis jetzt alle Halo Singleplayer geil. Auch ODST, was manche vielleicht so, ODST fand ich nicht so geil. Und ich finde Firefight geil. Ich finde die Schmiede geil und den Multiplayer. Und der Multiplayer, den kann man dann auch nochmal aufteilen in so Pro-Multiplayer, so MLG oder generell gut spielen einfach und wirklich mit Callouts und Gedöns. Und dann auch nochmal in so Fun, so wie Action-Sack oder so, wo man einfach zum Beispiel Splockets spielt oder so. Also Splockets ist mit Spartan Laser und Rockets. Wow, genialer Name, oder? Finde ich auch. Fand ich in Halo 3 immer sehr lustig damals. In Reach habe ich Action Sack bis jetzt ab und zu mal gespielt, aber kaum. Könnte ich auch mal vom Gameplay vom Ring eigentlich, ne? Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Gut. Also, ich weiß nicht. Halo hat einfach so viel und bietet mehr als einfach nur einen Multiplayer oder so. Ich meine, es gibt zum Beispiel die Forge Community. Schaut euch die Forge Community an. Es werden so viele geile Maps geremaked und selber gebaut. Wirklich richtig cool. Und in der Schmiede kann man so viel machen. Einfach Scheiße bauen. Es gab schon so viele Stunden, die wir in der Schmiede verschwendet haben, wo wir einfach irgendwie, keine Ahnung, Mist gemacht haben. Irgendwie sinnlose Maps gebaut und dann gegenseitig angegriffen. Zum Beispiel irgendwelche Basen, so mit zwei, drei Teams. Und dann hat man sich einfach erstmal die ganze Zeit mit Fahrzeugen bekämpft. Und wenn die dann down waren, hat man die ganze Zeit. Hat man die ganze Zeit gegeneinander gekämpft und das war zwar viel Powerwaffen-Genube oder so teilweise, aber es war lustig, es war einfach just for fun. Es ging um nichts, war einfach so, ja, ganz nett. Also, war echt lustig. Und auch Firefight. Firefight fand ich zwar in ODST ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir da irgendwie mehr Bock gemacht. Aber Firefight ist total geil, wenn es nicht leckt, ne? Weil das kommt leider jetzt öfter vor und auch in der Campaign im Koop. Das ist auch so der Grund, warum ich Firefight und Kampagne im Koop nicht mehr so oft spiele, wie in Halo 3 und ODST. Weil es einfach laggt. Selbst wenn der Host eine 16.000er Leitung hat, laggt es trotzdem. Da frage ich mich, warum. Das ist irgendwie ein bisschen unlogisch oder komisch. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben in Reach. Komisch. In Anniversary laggt es eigentlich nicht mehr so stark. Also er laggt kaum noch. Finde ich auch sehr geil, es macht wieder so Bock, das ist wieder wie Halo 3, super Sache, es laggt nicht, man hat Spaß im Koop das zu spielen, finde ich gut. Und stellt euch mal vor, es hätte Anniversary geleckt, ja, danke fürs Let's Play, tschüss. Wo ich übrigens auch den letzten Part von meiner Aufnahme dann demnächst nochmal bringen werde und dann quer erstmal dran mit hochladen. Genau, so viel dazu. Ja, also ich finde es eigentlich ganz nice. Also ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen näher bringen, dass Halo so ein Game ist, was nicht nur dies hat oder das. Ne, es hat alles eigentlich. Es ist geil und das ist auch so der Grund, warum ich Halo auch so geil finde. Weil es einfach so viel bietet. Das ist mit einer der größten Gründe, warum ich Halo geil finde. Gut, und jetzt hier übrigens nice Triple mit dem Warthog. Und ja, so viel dazu. Ist auch mal was Nettes, denke ich. Triple mit Warthog, ne? Ist auch mal was anderes. Ja. Also, gut. Dann wollte ich euch nochmal eine Sache fragen. Wie findet ihr so die Color Correction? So, ich habe nämlich mal ein bisschen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr die gut findet oder nicht so gut. Sagt, soll ein bisschen heller sein, soll ein bisschen dunkler sein. Mach's wieder so wie vorher. Keine Ahnung. Fände ich mal ganz nett, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet. Ja, so viel dazu. Und ja, gleich, wenn das Gameplay zu Ende ist, kommt noch ein kleiner Mini-Clip. Da bekomme ich eine Medaille, die ich vorher noch nie hatte und die ich super geil fand oder immer noch finde. Ich finde die Medaille einfach super geil, unglaublich.
ist mit dem Grund, warum ich auch gerne Supporter spiele. Oh, Spoiler! Und also ich freue mich. Sag, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Medaille schon mal hattet, wie ihr das findet, ob ihr sagt, ist doch voll nicht toll, ist doch voll lame. Ja. Ist ganz geil. So, jetzt hier noch nice ein Double Kill zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht zu bewerten und einen Kommentar zu den zwei Fragen zu schreiben, die ich euch gestellt habe. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.